wohne seit 20 Jahren in Deutschland, bin ich hier verheiratet, habe ich zwei Kinder, also stehe ich wohl auf richtige deutsche Boden. Es ist mir etwas Besonderes passiert. Ich war in Israel und vor der Klagemauer habe ich einen Wunsch geäußert auf meinen Platz. Herzlich willkommen, schon jetzt da sein und das Leben. Und schlagartig mein Leben hat sich verändert vom Ingenieurbüro zum Migrationsraum. Und was ich alles selbst gelernt habe, möchte ich euch gerne beibringen. Auch jetzt im kurzen Vortrag. Was ist eigentlich aktive Meditation? Frage an Sie, ob Sie schon Erfahrung damit gemacht haben. Ist jemand gründlich hier meditiert, jeden Tag? Ha? Okay, nicht schlecht. Und sonst keine Erfahrung. Was wollen Sie erreichen von diesem Vortrag? Was wollen Sie mitnehmen? Motivation zu meditieren und auch wie man ein kleines Gerüst. Okay. Alles klar. Ich wollte nur sagen, die aktive Meditation damit nicht gemeint, dass man einfach auf dem im Auto sitzt und plötzlich Augen schließt und meditiert. Herzlich willkommen. Dann meditiert man einfach ja, im nächsten Baustelle. Ja. Aktive Meditation, damit ist gemeint, wenn Sie wirklich ein Problem haben, irgendwelche Angst, Depression. Oder Sie müssen einfach irgendwelche Informationen kriegen, das ist sehr oft betrifft Wissenschaftler, da hat sie so murmeln und denken, ja, wie kann ich das Projekt machen oder die anderen Projekte machen. Ich kann das von Erfahrung von Ingenieuren sagen. Ja, und wie kommt man zu Ideen? Und es ist einfach so, wir sind im Prinzip eine energetische Wesen, alle. Und alle können das in Meditation, Information einfach holen. Man muss nur wissen, wie. Und das bringe ich euch jetzt hoffentlich bei. Lassen wir uns anfangen. Setzen Sie bitte alle gerade. Jetzt mal verstehen Sie nicht alle gut, weil ich ein Deutscher bin. Man hört natürlich Akzent und gut, das ist dann persönliche Stimme. Setzen Sie bitte alle gerade. Einfach ruhig. Die Sachen gehen nicht weg, wenn Sie auch nicht wissen. So, warten auf alle. Bitte ruhig setzen. Wichtig ist, eure Handys abschalten. Eure Geräte bitte abschalten. Wasser fließt in diesen Ozean.
Sie stehen am Rand. Sie haben jetzt und hier alle möglichen Kleidungen an sich gebracht. Nehmen wir diese Kleidungen gemeinsam ab. Nehmen Sie die Kleidung Stress als eine Kleid, ziehen Sie das aus und legen Sie hier am Rand. Jetzt nehmen Sie bitte Kleid, stressiger Tag und legen Sie bitte am Rand. Jetzt nehmen Sie bitte Kleid, unmöglich zu sein, und legen Sie bitte am Rand. Jetzt nehmen Sie bitte Kleid, Rückenschmerzen und legen Sie bitte am Rand. Jetzt nehmen wir Kleid, Streit und legen Sie bitte an. Jetzt bekommen Sie ein neues, helles Kleid von oben, jeder einzeln. Ziehen Sie das bitte an und wir gehen gemeinsam in diese Ozean. Auf diesem Ozean schreiben wir einfach heutigen Vertrag einer aktiven Meditation. Versuchen Sie in diesem Ozean sich komplett auflösen. Sie sehen keine Hände, keine Füße, kein Kopf. Sie sind einfach reine hellblaue Energie. Einfach bitte tief einatmen und ausatmen und die Augen aufmachen. Alle sind hier, so langsam. Nochmal tief einatmen und ausatmen und die Augen öffnen. Wie war das für euch? Hat man alles gesehen? Man sagt wirklich, man darf skeptisch sein. Das ist völlig normal. Man sagt, was man denkt. Bitte, das hilft mir und das hilft Ihnen. Haben Sie alle Ozean gesehen? Hat das geklappt? Sozusagen. Okay, dann gehe ich weiter. Was würde ich sagen? Im Alltag sehr oft, wir haben verschiedene Situationen. Und teilweise, wir haben keine Zeit. Meditation kennt man von einer Seite. Und ich würde jetzt Ihnen eine andere Seite bringen. Oder versuchen zu hinsetzen. Ja, Meditation kennt man von der Seite, man geht in die Meditation und man schwebt irgendwo und man fliegt und man macht Relax sozusagen. Das ist auch wunderschön und das ist auch ein Heilmittel, weil unser Körper kann heilen von sich selbst. Praktisch. Und wenn wir einfach energetisch geheilt sind, sind wir auch physisch geheilt. Und es ist einfach so, die unsere Gedanken, die sozusagen produzieren unsere physische Dasein. Ja, so wie wir denken über verschiedene Situationen, wo wir reinkommen, so Situation wird das sein. Und das ist die unsere Problem, denn Sie kennen wahrscheinlich, ja, wenn Sie etwas Neues anfangen, was kommt als Erstes?
sagen Sie bitte. Wenn man was Neues anfängt. Ja, wenn das man etwas Neues anfängt zu machen, zum Beispiel irgendwie neue Job oder ja, einfach weil Sie noch nicht gemacht haben. Und mit Nervosität oder Angst? Angst. Ja. Ja, sind alle einverstanden, wir schon auch manchmal Angst. Das ist ganz normal. Wir sind alle Menschen. Ja? Und es ist einfach so, mit diesen Gedanken, ja, erstmal, es ist sehr interessant, wie Mensch gebaut ist. Man denkt dann sofort irgendwie, über was schon nicht passieren könnte. Ja? Was kann schon falsch gehen? Man denkt nicht, oh, das wird alles super, prima, ja? Alles klar, man denkt, sofort wird man wie eine Hacke in Zukunft, ja? Und schon baut man riesen Zaun für sich selbst. Und wenn sie dann wirklich das anfangen mit beiden Händen und Füßen das zu machen, sie merken dann einfach, ja, da gibt es Hindernisse. Und sie kommen sozusagen, sie haben sie selbst energetisch erstmal erschafft und dann kommen sie auch im physischen Leben. Okay, ich habe jetzt gesprochen, andere Meditationen, wir sind jetzt in eine Ozean der Energie angekommen. Ich hoffe, spürt man das? Oder spürt man das nicht? Gibt es die Leute, die überhaupt nicht spüren? Also bei denen hat man überhaupt nichts geklappt. Die Bilder habe ich gesehen, aber gefühlt habe ich jetzt persönlich nicht so. Okay. Ja, wahrscheinlich im nächsten Meditation. Okay. Jetzt schließen Sie bitte alle Augen. Setzen Sie bitte gerade. Tief einatmen. Tief ausatmen. Beim Ausatmen stellen Sie das Hintern über Ihren Kopf ein großes blaues Filter hängt. Dieser Filter sammelt ganze Negativität, Depressionen, Nervosität, irgendwelche Beschwerden, dass er bitte einfach bereinigt sind. Lassen Sie diese Filter von oben langsam nach unten gehen durch ganze Ihre Körper. Erstmal durch Ihren Kopfbereich, und der Filter sammelt alles Graues und verbrauchte Energie, was Sie nicht mehr brauchen. Wenn Sie jetzt irgendwelche Situationen sehen, gehen Sie nicht in Situationen rein, sondern lassen Sie einfach auf diesem Filter bleiben. Das geht weiter durch Halsbereich, durch Ihre Schulter, Brustbereich. Bereinigt ganze Brust, ganze Bürchen. Sie können das sehen, wie Ihre Lunge wird einfach besser einatmen und wird gefüllt mit der grünen Energie.
mit der High Energy. Dann gehen wir weiter und gleichzeitig, dass ich Filter sammelt alles und die Energie, die jetzt da ist, füllt die freien Plätze mit neuer gesunder Energie, mit neuen Erkenntnissen und neuen Möglichkeiten. Lassen Sie das einfach durch Ihren Körper fließen. Sehen Sie Ihren Bauchbereich. Lassen Sie diese Filter durch Ihren Bauchbereich gehen und sammeln ganze Schwarzes oder was Graues. Denn egal was, jeder sieht eigene Bilder. Jetzt sehen Sie, wie das Bauch wird mit dieser grünen Energie im Bauchbereich, im Nabelbereich vollgefüllt und befreit alle möglichen Blockaden, die da sind. Das geht weiter im unteren Bauch, geht durch die Oberbeine, die werden gefüllt mit der grünen Energie. Da geht's im Bereich Knie, die Knie werden befreit, und einfach die Energie fühlt da. Gute Beschwerden sind. Dann gehen wir jetzt im Füßebereich. Und wir sehen langsam, wie diese Energie uns fühlt. Und wir stellen vor, wir sind ein Rohr. Und im Rohr kommt eine grüne Teilenergie. Sie befreit alle Blockaden. Und alle möglichen Hindernisse. Sie bringt alles weg, was nicht soll sein. Dieser schmutzige Filter wird einfach im großen Ofen geworfen, der nebendran steht. Stellen Sie einen großen Ofen mit kräftiger Flamme und werfen Sie diesen verbrauchten Filter rein. Sehen Sie zu, wie dieser Filter einfach verbrennt
spüren Sie das? In Ihrem physischen Körper, dass irgendwas, was unnützlich ist, wird verbrannt. Jetzt sehen Sie Ihren Körper, wie der strahlt mit grün-blauer Farbe. Bitte saugen Sie diese Energie wie ein Schwamm und sich einatmen und sich ausatmen. Und beim sich ausatmen, die Augen aufmachen und hier kommt. Und auch nochmal bitte sich einatmen. Und sie ausatmen und einfach hier, heute, jetzt und in diesem Moment reinkommen. So, kommen Sie alle rein. So, wie war das? War gut? Also für mich war das jetzt auch eine Überraschung, dass es in meinen Kursen immer ist. Das heißt, ich habe einen Muster, ich vorbereite was. Ich habe auch ein Programm, ich muss was schreiben. Ich habe eine Meditation Filter geschrieben, aber Filter hat im Vollkommenen was anderes verändert, was wirklich von oben gekommen ist, mit dieser Energie, wo wir jetzt befinden. Und das ist was wirklich die Momente, wo ich selbst spüre, ja, und sehe, dass es Meditation ist, dass es so etwas Lebendiges, das kann man nicht einfach so beschreiben. Ja. Anscheinend haben sie alle gebraucht, wirklich grüne Energie, um nicht nur die sauber zu machen, sondern wirklich irgendwelche Probleme sind da, Blockaden sind da. Weil was ist das, unsere Blockaden? Das ist wieder unsere Gedanken, wo wir irgendwo losgelassen haben über andere Menschen, über uns selbst, sehr oft über uns selbst. Ja, und diese sozusagen, diese Gedanken, das ist wie ein schwarzer Ball, wie eine schwarze Energie, die sammeln sich irgendwie im Füßebereich und im Bauchbereich. Sehr oft auf unseren Rücken, sehr oft auf unseren Rücken hängt die ganze Vergangenheit. Und das ist einfach so. Ja, das heißt einfach, damit dass man glücklich und besser lebt und einfach man lernt, wie dass man sein Leben verändert zu besserem Zustand und einfach, dass man Leben auch für andere verändern. Ja, man muss einfach überlegen, was man eigentlich denkt. Weil die Gedanken, das ist eine Energie. Wir bestehen alle aus Energie. Wir können es nicht mit physischen Augen sehen, aber ich glaube, jemand kann das. Ja, so habe ich gefühlt, ein bisschen. Ja, und ja, es ist sehr schwierig, das zu sehen. Gibt es die Leute, jetzt kommen einfach mehr und mehr Leute, bei denen das einfach, dieser Kanal wird aufgemacht. Jeder hat von euch Kanal. Nur nicht jeder weiß, dass man in diesem Kanal hat, dass man sozusagen wie im Einrohr drin sozusagen steckt und in sich verbindet eigentlich zwei Energien. Kosmische Energie und irdische Energie. Und wir sind eigentlich wunderbare Wesen, die aus zwei Teilen bestehen. Aus physischen und, wie sagt man das auf Deutsch, spirituellen. Ja? Oder gibt es andere Wort?
für diese einfach diese geistige Hälfte und die physische Hälfte. Wir sind wunderbar in uns. Ich würde jetzt sagen, nicht liebe Gott hat das so gemacht, ich würde sagen, die, ja, schaffe doch zum nächsten Meditation. Liebe Gott hat das gemacht, ich würde jetzt einfach das nicht so bezeichnen. Ich würde auch dem Gott keinen Namen geben. Ja, ich würde sagen, Universum oder etwas, was uns doch geschaffen hat, ja, hat das so gemacht, dass in uns wirklich zwei Hälften verbunden sind. Okay, wie können wir das im praktischen Leben im Prinzip das anwenden? Indem, dass wir wirklich in Situationen, wo sie, ich würde jetzt ein Beispiel nehmen, Angst. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Sie haben Angst, Auto zu fahren. Jetzt weiß ich nicht, oder? Geben Sie mir irgendwelche Beispiele, irgendwelche Angst. Vortrag zu halten. Hm? Vortrag zu halten. Vortrag zu halten, nicht gelesen, ja. okay, Vortrag zu halten. Habe ich schon mal keinen. Okay, zum Beispiel, ja, genau, diese Situation ist da. Ja, ich muss vor den Leuten einen Vortrag zu halten, ich bin Deutscher. Na, natürlich, man ist ein bisschen nervös, das ist ganz normal. Ja, man geht natürlich in Energie rein. Was kann man aber in dieser Situation machen? Man schließt die Augen, machen Sie. Steht zwar nicht im Programm, aber das machen wir. Ja. Man einfach, man schließt die Augen, tief einatmet, tief ausatmet und beim Ausatmen stellt man vor eine Wand diese Angst. Zum Beispiel Vortrag zu halten. Oder Sie können jeder jetzt nimmt sein Angst. Großes oder kleines. So wie Sie jetzt sehen, stellen Sie diese Angst vor eine weiße Wand. In Ihre energetischen Hände haben Sie jetzt eine Waffe oder ein Schlauch mit dem Feuer. Verbrennen Sie diese Angst oder erschießen Sie. Das überlasse ich euch. So, dass es von dem nichts übrig bleibt. Und jetzt die Reste. Wer noch erschießt? Ja. Und jetzt die Reste. Sammeln Sie mit Schaufel und Besen diese verbrannte Reste. Jetzt nehmen Sie einfach einen Müllsack und schmeißen Sie, werfen Sie einfach diese Reste, gesammelte im Müllsack. Schmeißen Sie dort auch die Schaufel und Besen. Stellen Sie ein großes Ofen oder einen Vulkan vor.
je nach ihrer Vorstellungskraft verbunden, je nach ihrer Sehen und ihrer Erfahrung. Und werfen Sie das einfach, dass es ab im Vulkan oder im Ofen. Sehen Sie einfach zu, wie dieser Sarg verbrennt und wird zu neutraler Energie, weil vorher macht immer aus jeder Energie neutrale Energie. Wenn dieser Zustand einfach einatmen und ausatmen, gut sich öffnen. Seid alle da? So, es hört sich, ich weiß, es hört sich, ja, wir sind alle erwachsene Leute, es hört sich ein bisschen wie ein Kinderspiel, aber es ist nicht. Der Witz daran, wenn Sie wirklich was im energetischen Feld wegmachen, verbrennen oder transformieren, je nach Stand. Im physischen Leben, gerade in dieser Situation, nein, das steht sicher geworden. Na, am Ende Vortrag. In dieser Situation, einfach, wenn Sie in Situation von der Angst, wo Sie Angst haben, gehen, bekommen Sie andere Gefühle. Und natürlich auch andere Situationen. Ist es klar? Oder? Einverstanden oder? Ja? Gibt es hier Skeptiker? Ich liebe nämlich Skeptiker, weil sie sind dann beste Kunde. Gibt es hier Skeptiker? Oder die, die nicht glauben? Hä? Hey? Nee. Wunderbarer Tag. Okay, hat jeder seine Angst gesehen? Reden Sie nicht, oder? Ja, haben Sie Angst und Energie gesehen? Will da jemand böse irgendwie? Was man gesehen hat vor der weißen Wand? Ich habe so Streitenergie gesehen wie bei einer Frau. Streit, Angst vor Streit. Streit, aha, Sie waren mit der Streit, mit der Pleite. Ja, weil es ist gekommen. Okay, dann werden Sie jetzt innerhalb drei Tage merken, ob ich jetzt von weißen Brei erzähle oder etwas wirklich Wahres kann. Ja? Okay, Sie? Welche Angst haben Sie gehabt? Angst habe ich gemacht. Von mir selber. Das ist interessant. Warum? Sind Sie so schrecklich? Nur Spaß. Nee, aber welche Angst, ich meine, ich habe jetzt gesagt, ne? Stellen Angst, Sie Energie vor und was haben Sie gestellt? Ich habe kein Problem. Ja, was war das für der weiße Wand? Ich habe doch keine Angst gehört, aber die weiße Wand noch wieder eigentlich. Okay. Ungemütlich. Haben Sie dann weiße Wand kaputt gemacht? Noch nie war es eine alte Wand. Alles klar. Sie, wenn Sie wollen? Ja, die Angst, eine Krankheit zurückzubekommen. Okay. Und wenn? Ein schwarzer Fleck mehr oder weniger und den habe ich verbrannt. Sehr gut. Ist das eine Schwimmungskrankheit? Ja, das war gut in der Brust. Okay. Sie? Nicht Sie, sondern Sie? Ich bin blau, ja. Ich habe nicht alles viel gesehen, ne?
war nur eine kleine, weiß ich, war nicht viel. Okay, aber etwas war drin, oder? Aber minimal, wenn du mir denkst, das ist besser. Und dann riesen Haufen drüber? Nein, eigentlich. Nur ein Teil davon, nur ein kleines bisschen. So, ich glaube, es ist ein bisschen weg. Sie? Ja, ich habe meine Angst gesehen. Okay. Wollen Sie wissen, wie das ausgeschaut hat, oder was hat man als Fleck gesehen, oder man sieht richtige Bilder oder Situationen? Das war eine Situation. Ja. Okay, dann hoffentlich die ist weg. Hoffentlich, ja. Ja, Sie? Also ich habe nichts Bewusstes gesehen. Also bei der Angst nicht, das andere hat ganz gut geklappt, aber mit der Angst konnte ich jetzt nicht gut. Angst wieso ich hoffentlich auch noch meine Vorteile aus. Okay. Ich habe die Idee auch gesagt. Sie haben keine Anfang kennengelernt. Okay. Nichts damit anfangen können. Ich habe nichts damit anfangen können. Okay, warum? Aber ich habe doch keine gefunden. Und mit dem Gide Rutzer, das war okay. Aber das war schön, ja. Weil das war geübt, das war geübt, Gehirn hat das geübt mit Relax-Meditation. Deshalb war das falsch. Aber genau in Situation schnell reingehen und einfach etwas wegmachen, das ist halt einfach, dein Gehirn sagt, nee, bitte. Wie kann ich das wegmachen? Die Logik geht davon. Okay. Oder? Ja. Kann sein. Okay. Dann kann man einfach von der Meditation, da gibt es eine Technik, ich gebe jetzt das Bild. Ob Sie jetzt anwenden oder nicht, das liegt an Ihnen. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie haben einfach ein kleines Raum, wo Sie Ihre Logik einfach bieten, dort zu sein, wo Sie Meditation sind. Weil Meditation ist es einfach, Sie schaffen einfach diese Verbindung zu Kosmischen. Diese, wie sagt man das? Energieursprung. Ich weiß nicht, wahrscheinlich fehlen mir deutsches Wort da. Einfach diese energetische Verbindung, was wir sowieso haben. Weil wir kommen die Gedanken, natürlich jeder denkt, das ist meine Gedanken. Aber unsere Gehirn, das ist eine Maschine. Oder? Ist jemand einverstanden? Wie spät ist das? Weiß ich auch nicht genau. Okay. Ja, Gehirn ist eine Maschine. Und was ist eigentlich unser physischer Körper? Wer kann das sagen? Mag jemand was sagen? Nee, nicht die Schule, oder? Ich kenne das Gefühl auch. Ja. Sie? Ja, aber wie empfinden Sie, was ist das Körper? Also mit Einatmung und Ausatmung, man merkt, man verlieren wir diese Körper. Richtig? Wenn wir in Meditation gehen, was ist dann passiert? Wir sind keine Füße im Kopf, oder? Meistens. Das ist sowieso schon mehr der Weg, also die Gliedmaßen nach außen. Das ist quasi, wie wenn die Handschuhe voll schon liegt oder so, fühlt sich das dann an. Ja, das heißt, eine energetische Substanz, die wesentlich massiver und kleber ist, ne? Auf Deutsch so simpel zu erklären, die ist in diesem Körper wie in einem Auto gesteckt. Ich würde den Körper mit einem Auto vergleichen in unserem Leben. Wir sind sozusagen als
energetische Wesen oder Seele kennt man das auch, Begriff. Weil ich würde ungern Begriffe benutzen. Etwas Energetisches kommt das in unseren physischen Körper rein, in sozusagen diese physische Haut. Und diese physische im Prinzip ist wie ein Auto. Das gehört Reparatur dran, na, das alle möglichen Dinge muss man machen, man muss auch lackieren und dann das Göttliche machen. Ja? Und wenn das Leben zu Ende ist, wechselt man diese Haut im Prinzip. Man kommt kurz auf Bestimmtes dazu. Ich bin nicht verrückt, es ist wirklich so. Man kommt auf bestimmte Stationen in diesem ursprünglichen Zustand, ne? Und man bekommt Informationen und man geht im nächsten Leben weiter. Und man hat dann sozusagen dort da oben energetisch auch schon andere Orte geschaut. Wir sind nicht Wesen, die immer nur ein Leben haben. Das wäre unmöglich. Und sie werden wahrscheinlich solche Erfahrungen haben, ja, dass sie plötzlich haben sie hektische Wut, wenn sie irgendwo sind, ja, oder sie können andere Sprache besser oder noch etwas. Ja. Okay, die Zeit ist knapp. Wir gehen nochmal die sehr wichtige Meditation loszulassen. Das machen wir einfach. Dankeschön. Ja, okay. Wollen Sie noch so Karte nehmen von mir? Oder? Nein. Ja, okay. Die ich habe was Besonderes gemacht. Entwickelt. Ja, ich habe einen Adventskalender entwickelt anhand Meditationen und anhand die Karten Kuschelzentral. Kennt man die Karte Kuschelzentral? Ja, genau. Da gibt es, das ist schon die nächste? Oder Sie können rein? Das, ja? Sie sind zum Aktiven-Meditation gekommen? Oder? Ah, Sie sind schon zum Planschauen. Das wird schon gekommen. Okay, das ist 24 Meditationen drin. Ja, über Weihnachtszeit. Nicht über Weihnachtszeit, sondern mit diesen Meditationen können Sie einfach jeden Tag aufmachen und bestimmte Themen verarbeiten. Und die Themen sind mir wirklich nach Karten Kuschelzentrale gekommen, das heißt, sie haben eine bestimmte Karte, ist mir gekommen, zum Beispiel zum Dezember, ja, zum 1. Dezember oder zum 2. Dezember, ja. Und diese sozusagen, und ich spiele die Meditation rein, und ich habe gefragt, was ich an die Leute geben kann, und diese bestimmte Meditation gekommen. Das heißt, ich habe 24 Meditationen zusammen für euch erfasst in einem Online-Adventskalender, der auf meiner Seite ist. Wenn das jemand Interesse hat, mit sich selbst zu arbeiten und weiterentwickeln und einfach das einfache Leben, man sagt, dass man 24 Tage aktiv meditiert oder diese Technik einfach lernt, ja, dann, wie gesagt, dann bekommen Sie andere bekommen Sie andere, diese spüren einfach diese Zustand. Und ich würde jetzt einfach gerne an euch diese Karte verteilen, ohne